Hallo und herzlich willkommen zu Ingos Treasure Hunt. Heute haben wir die Folge. Oh, jetzt habe ich mich mal gerade wieder mal nicht vorbereitet, beziehungsweise das Notepad ist weg. Ah, 69. Ui, schon 69. Und der 12. November 2022 ist heute. Ja, das letzte Mal hatten wir ja eine ziemlich interessante Sendung. Da war der David zu Gast dabei. Und ja, heute bin ich mal wieder alleine. Ich sehe gerade, bin ich ein bisschen unscharf. Irgendwie habe ich das Gefühl. Eine Sekunde, ich muss mich mal gerade kurz scharf stellen. Das geht, glaube ich, nicht ganz so einfach hier. Sekunde. Sekunde. Weil ich habe hier nämlich so eine tolle App. Das zeige ich euch mal gerade. Da kann ich mich nämlich scharf stellen. Ich habe das nämlich auf manuell eingestellt, hier meine Systemkamera. So, ja, ist besser. Weil ansonsten der Autofokus dreht immer schön regelmäßig durch und dann pumpt das Bild immer. Und wenn ich da mal mich nach hinten bewege oder sonst irgendwas, dann gibt es so unschöne Effekte. Und deswegen habe ich dann lieber den Fokus manuell eingestellt und ich hatte das gerade, glaube ich, irgendwie vergessen. Aber ja, soweit. Es kann auch sein, meine Brille ist ein bisschen dreckig. Ach, die Twitch-Infos habe ich vergessen. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, was ist denn heute los mit mir? Aber ich bin auch etwas durch den Wind. Moment, ich ändere das mal gerade. Vielen Dank, Inso, für den Hinweis. Ja, das ist natürlich peinlich. Ich hoffe, das gibt jetzt auch kein Problem im Nachhinein. Aber es kann sein, dass dann der Titel etwas falsch ist. Ja, tut mir leid, habe ich jetzt erst gesehen und habe ich verpennt. Also ich bin etwas zerknittert, übermüdet, weil ich arbeite momentan etwas viel. Ich habe hier eine Projektphase, wo es halt ein bisschen jetzt mehr Arbeit gibt und die wird dann übernächste Woche auch zu Ende sein. Letzte Woche war ja kein Treasure Hunt aus einem ganz anderen Grund, da war St. Martin. Und da musste ich dann so zum St. Martinszug mit meinen Kindern gehen und ja, das war dann halt alles zeitlich nicht ganz optimal. Ja, aber heute, da machen wir wieder dann gewohntes Programm. Ich habe noch eine Kleinigkeit, und zwar, der Oliver hat mir ein Demo geschickt für den VC20. Deswegen seht ihr jetzt auch den VC20, also nicht erschrecken. Ich wollte mal gerade hier versuchen, das Demo anzuspielen. Wobei ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich gehe auch schon mal sicherheitshalber hier in den aufs originale Kernel und hoffe, dass dann vielleicht das Demo damit laufen wird. Aber ja, ich sehe da keine große Chance, dass das jetzt hier mit dem Mr. Core von dem VC20 laufen wird, weil der ist leider relativ stiefmütterlich behandelt. Ja, da gehen halt so einige hardware-nahe Sachen, die haben dann Timing-Probleme. Aber probieren wir es einfach mal durch. So, das Demo hat den Namen F-I-C-K, The Wick. Ja, und ich möchte das jetzt nicht aussprechen, weil der Oliver, also der Vito, der hat schon gemeint, erstmal gespannt, wie ich das heute benennen werde, aber ich möchte da jetzt hier keinen Grund geben, um wieder mal so eine, so eine Szene zu klippen. Das will ich heute nicht. Und schaut euch mal das an, F-I-C-K, The Wick. So, Moment, ich muss das jetzt noch irgendwie, ich weiß nicht, da ist es. Ich glaube, da ist schon was kaputt, weil das ist, glaube ich, nicht das Demo. Da ist, leider ist der Oliver jetzt nicht da, weil ich kann jetzt nicht sagen, ob das so ist oder ob das jetzt kaputt ist. Gut, ich kann mal hier probieren, mal YouTube mal gerade zu schauen. Moment. Ja, okay, da komme ich irgendwie nicht wirklich. ich werde es jetzt doch nicht suchen, weil irgendwie, Moment, ich schalte zurück. Das ist jetzt nicht zielführend. Ich mache mal gerade die Musik aus. Ja, also sorry,
die Musik geht zwar einigermaßen, aber das Ding geht nicht. Und wenn man das Ganze auf YouTube sucht, ist nicht, ich wusste gar nicht, dass man solche Videos auf YouTube veröffentlichen kann. Das ist ja krass. Wow. Ist es auch YouTube, oder? Ja, genau. Ich bin echt schockiert, dass es sowas auf YouTube alles gibt. Wow. Echt heftig. Also gut, nicht ganz jugendfrei gestartet, aber dann würde ich mal vorschlagen, dann wechseln wir mal rüber dann zum Amiga-Teil. Ich hoffe, der Oliver kann mir ein Feedback geben, ob das Demo gelaufen ist oder ob das jetzt, ich denke mal, es hat irgendwie einen Grafikfehler, da ist irgendwas kaputt, die Musik ging ja einigermaßen. Und es ist schade, es ist ja eine 512-Byte-Demo und ja, ging leider nicht. So, dann gehe ich mal zum Amiga. Zum Minimic-Core, der aber im Gegensatz zum VC20-Core wirklich ziemlich gut optimiert ist. Also da wird halt auch sehr viel Liebe reingesteckt. So, dann gehe ich auch mal auf meinen Kickstart 1.3-Config. Wobei mittlerweile könnte man vielleicht auch schon auf 2.0 upgraden, weil ich bin ja schon im Jahr 91 und ja. So, erstmal nochmal Hallo an den Chat. Gut, Inso habe ich schon begrüßt. Steffen habe ich noch nicht begrüßt, glaube ich. Ja, wir hatten was, ein scheinbar nicht jugendfreies Demo, das der Vito uns geschickt hatte. Und das hieß F-I-C-K The Vic. Und ich wollte es nicht aussprechen hier, weil sonst gibt es hier vielleicht irgendwie dann ein Ban von Twitch und das war mir dann so riskant. Und dann habe ich doch versucht, weil das Demo nicht richtig ging, also man konnte nur den Sound hören, habe ich das versucht auf YouTube zu suchen. Ja, und da wurde es dann nicht jugendfrei, also da war ich echt schockiert. Also man sollte nicht das Wort F-I-C-K eintippen und ich glaube mit Vic konnte man auch nicht viel anfangen in YouTube. Naja. Ah, okay. Ja, gut, hallo Raumfahrer und Aho, hallo. Schön, dass ihr da seid. Dann machen wir doch mal weiter mit der Berliner Spielekiste. 130 waren wir, glaube ich. Das letzte Mal hatten wir wirklich nur Schrott. So, 131 machen wir mal. So, dann schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Ich muss mal gerade hier noch den Screen ein bisschen anpassen, weil der VC20 hat doch ein bisschen mehr, der braucht ein bisschen mehr Breite. Und ja, das ist jetzt hier nicht ganz nötig. Ich muss mal schauen. So, wunderbar. Jetzt haben wir doch den Screen optimiert auf die Auflösung vom Amiga. Und Etik, schwarze Auge. Ist es ein schwarze Auge-Demo? Ja, tatsächlich. Ah, das ist ja geil. Das habe ich total gerne gespielt. Ich kannte ja auch dann die Originalumsetzung, also die Pen and Paper, also das Rollenspiel. Das habe ich auch mit, also recht früh als Kind schon mir, habe ich das mal bekommen. Aber ich konnte damit damals nicht so richtig viel anfangen, weil ich habe das immer mit mir selber gespielt und allein kommt man da nicht weit. Und ich habe das Konzept auch von den Rollenspielen nicht so richtig verstanden. Ich wusste nicht, dass man das wirklich mit mehreren Leuten spielen muss. Weil ich hatte damals, ich habe jetzt wieder den Autor vergessen, das war in der Grundschule in der 4. Klasse, da hatte ich da so Spielebücher bekommen, wo man, also das waren so Abenteuerbücher, wo man dann Entscheidungen treffen musste und dann zu der Seitenzahl hinspringen musste. Das war ein Engländer. Ich habe jetzt den Namen leider wieder vergessen. Force der Finsternis hieß ein Buch. Der Arne kennt das. Ja, der kennt, ich glaube, der hat es ja auch damals gelesen oder gespielt. Und ich habe dann versucht, weitere solche Bücher zu finden. Und dann habe ich irgendwann mal halt so eine schwarze Auge-Box geschenkt bekommen. Und war dann erstmal enttäuscht, weil man konnte das nicht alleine spielen. Und ich hatte dann auch niemanden, mit dem ich das spielen konnte. Und später kam dann halt dieses, genau, Steve Jackson und Ian Livingstone, genau, das waren die beiden. Und und dann kam das dann halt irgendwann mal auf dem Amiga, das schwarze Auge. Und dann konnte ich das endlich mal ordentlich auch spielen.
So, wobei wir werden das jetzt hier nur mal ganz kurz anspielen. Ich möchte das jetzt hier nicht richtig spielen, weil sonst hängen wir dann noch irgendwie 20 Stunden da drin. Das ist dann etwas zu viel. Nein. Ich glaube, die Musik war ziemlich toll. Aber mich würde jetzt nicht wundern, wenn jetzt keine Musik hier drin ist. Ja, das ist halt, das weckt Retro-Gefühle. So, Held aufnehmen. Da holen wir mal die Elfriede rein. Wie kann man einen Held Elfriede nennen? Okay, Tamara. Vairek. Helga. Ja, gut, wer kennt sie nicht? Die Helga-Comics. Also irgendwie war scheinbar der Name damals ziemlich begehrt. Man muss ein Krieger sein, oder? Ja, klar. Also jetzt Helga als ein Zauberer kann ich mir auch nicht vorstellen. Eorim, das sind elf wahrscheinlich. Umbrick, ein Zwerg, oder? Ja, tatsächlich. Das sind so typische Namen für die entsprechenden Rassen. Oder darf man das Rassen nennen? Ich weiß es nicht. Aber in dem Fall sind es, glaube ich, wirklich unterschiedliche Rassen. Also Elfen, Zwerge und was es sonst noch gibt. So. Und jetzt? Tempel verlassen. Hallo David. Du hast gerade wieder was für den VC20 verpasst. Ich wollte ein Demo zeigen, aber das ging halt auch leider nicht richtig. Also der VC20-Core ist leider nicht sonderlich... Oh nein. Gut. Ja, was soll das denn bitte schön? Meine RAM-Disk ist voll. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Also, ich kann noch mal ein bisschen mehr RAM dann reinpacken, aber oh, dann machen wir doch mal 2 Megabyte Fastmem mal rein. Also an RAM soll es ja nicht scheitern. Ich meine, das ist echt immer ärgerlich. Aber die Spiele damals hatten ja auch, also RAM-Konfiguration in den 80er war der Horror. Also nicht nur beim VC20, auch beim Amiga. Da gab es ja wirklich alle möglichen Kombinationen an RAMs, die man halt für Spiele haben musste, also Chipmem, Slowmem, Fastmem, also wer die Begriffe damals nicht kannte, der hat viele Spiele nicht gestartet bekommen. So, ich schreibe mal gerade das für die Highlights auf, weil ein Highlight ist es ja schon hier, das schwarze Auge. Das habe ich übrigens vorher nicht gelesen, dass da schon schwarze Auge stand. Schwarze Auge, die Schicksals Klinge. Ich möchte einmal zumindest mal kurz rumgehen, weil das Spiel habe ich seit, ich weiß nicht, 30 Jahren nicht mehr gespielt. Ja, das war auf jeden Fall damals so ein Klassiker. Ja, hallo Stefan. Aber ich verstehe jetzt sowieso nicht, warum bitteschön das Spiel jetzt eine RAM-Disk braucht, oder? Weil damals hatte ich, glaube ich, auch nicht so viel Speicher. Oder hat er irgendwas jetzt hier in den Speicher reingeladen? Ja gut, ich mache mal gerade die Helden rein. Hier, Elfriede. Moment. Elfriede. Die Tamara. Also, Moment, rechte Maustaste, da muss man das Kontextmenü öffnen. Also die Steuerung ist ein bisschen komisch, aber gut, man kann sich, glaube ich, dran gewöhnen. Was ich ja auch interessant finde, dass halt das eigentliche Spiel in einem recht kleinen Ausschnitt ist. Das ist halt etwas, ja, klein, aber so konnte man halt dann auch ein bisschen, also man hat ja gerne auch dann mit dem Interface dann ein bisschen getrickst, damit man mehr Performance dann irgendwie hatte. Auch bei, war ja dann nicht anders bei Doom. Da hatte man auch dann, je kleiner der Bildschirm, desto besser war damals die Performance. So, und der Bildschirm aufbauen. Wie geht das jetzt hier weiter? Ach. Ach, das sieht ja hässlich aus mittlerweile. Oh, nee, komm, bitte, bitte, nichts reden. Ich will mit dir nichts reden. So. Was, wer soll in die Gruppe? Nee, gar keiner. So. Okay, aber das sieht ja wirklich... Also ich finde, der Boden ist hässlich.
Und schaut mal, wie langsam das geht. Guck, ich klicke. So, klick. Eins. Ja, eine Sekunde braucht der. Und jetzt erklärt, also wenn der ganze Bildschirm jetzt hier voll wäre, dann wird er wahrscheinlich dann dreimal so lange brauchen. Also das ist jetzt nicht ganz ein Viertel, aber so, ich gehe jetzt mal in das Haus rein. Also das Ganze ist halt noch im Prinzip von Dungeon Master. So, das war ja dann so der Wegbegründer oder für mich das erste Spiel so, wo man halt Rollenspiel mit diesen, gut, das gab es eigentlich schon auf VC20 damals, aber das erste modernere Spiel, was so die Art von Rollenspiel für mich begründet hat auf dem Amiga. Wobei, das war ja auf dem ST zuerst. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich möchte jetzt hier nichts kategorisieren. Das ist halt irgendwie ein Meilenstein gewesen, Dungeon Master für mich. Und hier das schwarze Auge folgt halt noch so in den Kinderschuhen von Dungeon Master, nur mit dem Unterschied, dass man halt auch dann überirdisch rumlaufen konnte. Und also es ist ein Heiler. Ja, und Moment, raus. Also ich finde das jetzt im Nachhinein, also der Boden sieht wirklich hässlich aus. Ja, das ist ja, man hätte das jetzt auch texturieren können, aber das, gut, das war halt damals nicht Stand der Dinge. Bei Ember Moon später, da gab es ja dann sogar eine richtige 3D-Engine, wo man halt dann, also fließend sich bewegen konnte. Und das war echt richtig gut. Ja gut, ich würde mal vorschlagen, das reicht jetzt erstmal hier. Ich möchte da jetzt auch nicht zu tief einsteigen. Das war das schwarze Auge, die Schicksalsklinge. Ein ganz toller Klassiker. Und ich finde auch noch, wenn man sich jetzt mal hier an die Grafik gewöhnt und man müsste mal testen, ob man das Ganze auf einem schnellen Amiga laufen lassen könnte, dass der Bildschirmaufbau ein bisschen schneller geht, dann kann man das auch noch sehr gut spielen, finde ich, so als klassisches Spiel. So die Gebäudegrafik und auch die Personen, die sind echt schön gepixelt. Und das Spiel ist halt ein Klassiker. Ja, die Decke, Moment, geh mal weg. Die Decke, also hier der Himmel, den finde ich, der geht. Der bewegt sich aber halt auch gar nicht. Da passiert, der ist halt, der ist starr. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach links gehe, ach man, red doch nicht hier, weg. Wenn ich nach links gehe, nee, Moment, hat sich, doch, das ändert sich, die Wolken. Ach, jetzt sind ja keine Wolken, jetzt stehe ich hier vorm Haus. So, also wenn ich jetzt nach vorne gehe, dann ändern sich die Wolken nicht. Wenn ich jetzt seitlich, nee, seitlich kann man nicht gehen, also so Straven, das geht nicht. Wenn ich mich jetzt drehe, ja, gut, ich weiß es jetzt nicht, ist auch egal. Also letztendlich, ich kann mal vorne hier auf das, ach, schaut mal, wie lange das dauert hier, das ist echt nervig. Jetzt will er mit mir reden, aber ich kann das wegklicken. So, ja, wenn ich jetzt nach links gehe, dann bleibt der Himmel gleich. Also der Himmel bewegt sich nicht. Ja, das ist schade. Aber ist halt so. Und mich stört der Boden da doch ein bisschen mehr. Ja, aber okay. Man hätte ihn auch jetzt in einer Farbe lassen können. Das wäre dann noch schlimmer gewesen. Ja. Ist okay. Ich meine, man spielt jetzt so ein Spiel nicht wegen dem Boden. Gut, dann nächstes Spiel. Zumindest mal, ein kleines Highlight, ein Klassiker. Und ich wusste gar nicht, dass es damals Demos-Versionen von dem Spiel gab. Arne, das wurde für den PC entwickelt, das mag sein, aber du kannst es ja auch auf dem Amiga 1200 oder was weiß ich, Amiga 3000 oder sowas laufen lassen. Da läuft es auch performanter wahrscheinlich, wenn es jetzt kompatibel ist. Ja, das weiß man nicht. So, jetzt mal gerade zur Warnung, ich habe jetzt den Fastman noch an. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Kompatibilitätsprobleme, aber normalerweise, ich glaube, Amos müsste auch mit Fastman laufen. Also ich hatte ja damals einen Amiga 2000 und damals meine erste Speicherweiterung war eine Fastman-Speicherweiterung. Da hatte ich 1 Megabyte Chip und dann 2 Megabyte Fastman und da gingen auch alle Amos-Sachen drauf. Aber also Coindrop, das ist jetzt bitte nicht eine Münze hochwerfen und dann raten, was Kopf oder Zahl. Also ja, also die Leute waren damals schon sehr einfallsreich für solche Spiele. Ich meine, ja. Nee, oder? Fast Memory is available. Okay, wenigstens das funktioniert. Ja, also er hat das Fast Mem angenommen. Das finde ich ja schon mal schön. Aber das ist hier wieder so ein einarmiger Bandit. Gibt es überhaupt denn noch? Also, warum war das damals so in, sowas zu spielen?
Es war auch ein Engländer, sehe ich gerade, weil hier mit Pfund, weil ich glaube, in Deutschland war sowas absolut verpönt. Also ich glaube, hätte man damals ein Kind vor so einem einarmigen Banditen gesehen, hätten die Eltern Angst gehabt, dass das Kind irgendwie drogensüchtig wird oder sowas. Also das ist jetzt, also Spielesucht war, glaube ich, noch schlimmer als Drogensucht, ja. Mami, Mami, ich bin abhängig. Wie? Spielesüchtig? Nein, nur von Drogen. Ach ja, dann ist ja okay. Ja, die Kneipen waren voll davon, aber ich weiß nicht, also man hat da auch nie Kinder gesehen, die durften doch gar nicht spielen, das war ab 18. Und Glücksspiele, so Spielautomat war doch verboten, dachte ich immer, oder nicht? Also so einarmiger Bandit mit Sicherheit, weil das war Glücksspiel und ab 18. Ja gut, ich mach jetzt, ich gehe raus, weil das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd hier. Ach Moment, ich muss die 132. Also so einarmiger Bandit, war das nicht verboten? Also meine Eltern hätten sich damals, glaube ich, echt Sorgen gemacht, hätte ich Interesse an so einem Automaten gezeigt. Weil das waren, vor allem, ich weiß nicht, ob ihr das kanntet, wenn ihr damals in so ein Restaurant oder in eine Kneipe gekommen seid und da war dann irgendwie so eine abgefrackte Existenz, ja, vor so einem Glücksspielautomaten, in der linken Hand eine Kippe, in der rechten Hand eine Flasche Bier und neben ihm war ein Haufen voller ausgetrunkener Bierflaschen. Und der Typ war auch schon nicht mal ganz dicht und mit dem letzten Geld, was er hatte, hat er das noch in den einarmigen Banditen geschmissen und hat dann eh verloren. Also das ist, ja, vielleicht habe ich da auch so ein negatives Menschenbild, also keine Ahnung. Der Inso schreibt, die Pommesbude hatte einen und der David sagt, es war billig und ja. Obwohl, jetzt erinnere ich mich, wir hatten auch einen Spielautomaten. Den hatten wir auch mal zu Hause. Und wegen diesem Spielautomaten, da war eine Kuckucksuhr da drüber. Und da war ich irgendwie 5 Jahre und die Kuckucksuhr, die ging nicht mehr. Und was hat Klein Ingo gemacht mit 5 Jahren? Ich bin auf den Spielautomaten geklettert. Und dann bin ich irgendwie runtergefallen. Und der Spielautomat ist umgekippt und auf meinen Fuß. Und da habe ich meinen Fuß gebrochen gehabt. Tja, traurige Geschichte. So, aber jetzt kommt irgendwas mit Mutanten und Kamelen, habe ich gelesen, oder habe ich mich jetzt verlesen? Das ist ein originaler Jeff Minter, oder nicht? Oder, warte mal. Revenge of the Mutant Camels. So, warte mal, ich werde mal gerade aufschreiben. Ich muss mal diese Musik hier an meinen Ohren lassen, weil ich finde die echt ziemlich interessant. Und ich werde mal direkt aufschreiben, weil das ist ja schon mal wieder so ein kleines Highlight. Vor allem diese Kamel-Rübs-Geräusche, nee, Lama-Rübs-Geräusche, die sind halt so ikonisch gewesen für die damalige Zeit. Und die haben es ja noch bis heute überlebt. Also ich glaube, in aktuelleren Spielen von Jeff Minter, da gibt's immer noch diese Mu-Geräusche. So. Das kann ich schon mal nicht lesen hier. Was other options? Nee, I want to play. Ja. Was? Oh, warte mal, mit CPU kann man spielen. Oh, mit 2 Spielern ist ja toll. Ach, man hat jetzt hier irgendwie so eine CPU dabei. Aber das sieht aus, als ob ein Kind gemalt hätte. Das ist... Oh Mann. Ihr seht, ja, hätte man Jeff Minter damals lieber an Spielautomaten gelassen, dann wäre sowas nicht rausgekommen. Also an so einarmiger Banditen. Das sieht man, der durfte das auch nicht machen und hat dann anderweitig seinen Rausch ausgelebt. Oh, warte mal, da gibt's eine extra Waffe. Das ist... Ah, das ist, jetzt habe ich irgendwie voll den Superschuss. Das macht aber irgendwie Spaß. Ich habe ja gesehen, hier am Donnerstag wurde im Videostammtisch Blood Money gespielt. Und das Spiel war eigentlich
total demotivierend. Also ich fand das damals, das Intro war super und ich habe das irgendwie jedem Freund immer gezeigt, der zu mir kam, aber das Spiel hat irgendwie nicht so richtig Spaß gemacht. Das hier macht richtig Spaß und es ist auch gut spielbar. Und das wundert mich eigentlich, weil normalerweise sind Jeff Minter Spiele bockschwer. Oder Lama schwer. So, hallo Sierra76. Warte mal, Knopf gedrückt halten, um springen zu verhindern. Aber ich möchte springen, das macht Spaß. Oh, warte mal, was ist das denn für ein fieses Teil? Oh, jetzt hat er eine gepupst? Nein, bitte hoch! Nein, 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 nicht auf die... Oh! Warte mal, da ist so eine Mutantenwolke. Und warte mal, ich muss runter. Nein, 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 nein. Ich bin in die Mutantenwolke reingerauscht. Ja, komm. Du Steinbock. Schieß die Mutantenwolke mit mir platt. Oh. Das sind Cola-Dosen. Ich sehe jetzt irgendwie gar nichts mehr vor lauter. Ach, der Steinbock hat die Wolke getötet. Oh Mann, was rede ich denn hier eigentlich für ein Blödsinn? Also wenn man das jetzt hört ohne den Kontext, dann hört sich's echt doof an. Also der Steinbock hat eine Wolke getötet. Aber das stimmt ja hier, da sind diese Killerwolken. Und... Jo, und da... Warte mal, jetzt habe ich einen Apfel gegessen? Und warte mal, was passiert, wenn man die kugelt? Camel... Oh, da habe ich einen Ring, einen Heiligenschein! Was macht jetzt ein Lama mit Heiligenschein? Jetzt Maniac Minter? Noch verrückter geht's ja auch nicht wirklich. Ui, da ist eine Person runtergefallen. War das Jeff Minter? Aber hat er denn nicht immer lange Haare auch? Oh, jetzt sind da kleine Babykamele, die rumhüpfen. Lamas. Ja, Lamas haben nur einen Höcker und Kamele haben zwei Höcker, aber gut, das ist jetzt, Also tut mir leid an alle Lamas und Kamele, die zuschauen, dass ich euch irgendwie beleidige oder euch vertausche, verwechsle. Aber das ist jetzt auch hier gar nicht so einfach bei dem Ganzen, was sich hier am Bildschirm rumtreibt. So, wie lange geht das denn noch? Okay, man muss auch mal diese Hintergrundgrafiken sehen, was da jetzt für ein Müll rumsteht. Ja, hier irgendwie Fliegenpilze, Cola-Dosen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Jeff Mint hat alles da reingebracht, was er irgendwie in seiner Gegend rumstehen hatte. Wieso kriegt denn ein Lama jetzt im Höcker... Doch, ein Lama. Doch, also kein Kamel. Lama. Wasser rein. Ist ja krank irgendwie. Nein, Turbo-Torte, das ist ein Klassiker hier. Das ist ein Jeff Minter-Spiel, ein Original Jeff Minter. Und der hat großartige Arcade-Spiele gemacht. Okay, sie waren nicht sehr storybasiert. Warte mal, kann ich drüber hüpfen? Ja, ich kann drüber hüpfen. Was? Ben Mint Sauce? Okay, man kann diese Telefonzellen nach vorne stupsen. So, ja gut, auf jeden Fall. Genau, also wie jetzt hier Sierra76 schreibt, also Jeff Minter hatte ein Suchtproblem und es waren keine Glücksspielautomaten. Wobei das unterstellt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also gibt es da wirklich jetzt Quellen, die das bestätigen, dass der da ein einschlägiges Suchtproblem hatte? Okay, jetzt bin ich tot. Gut, ich würde mal sagen, machen wir mal Schluss, weil sonst spiele ich den ganzen Abend noch. Ja, hallo Devil Inside. So. Bei der Entwicklung muss er aber ordentlich Stone...
Leute, kennt ihr Jeff Minter nicht? Also ich habe ja schon bei Scott wie oft Jeff Minter Spiele gezeigt und die sind alle so. Das ist so ein harmloses Spiel und ich muss mein aktuelles Spiel zocken hier auf der Xbox. Also auf der Xbox, da gibt's wirklich richtig, richtig kranke Spiele von Jeff Minter und wenn da jemand mal zuschaut, der ist total entsetzt, was da abgeht. Also das ist halt für den einen merkwürdig, für den anderen Kunst. So, danke Jake the Dog für das Followen. Okay, dann machen wir mal weiter. Was ist denn Lemmingoids? Das was mit den Lemmings zu tun? So, aber heute war schon mal jetzt dann meine ganz gute Ausbeute, im Gegensatz zum letzten Mal. Wobei, da hatten wir ja auch dann das Special mit David und das fand ich auch super interessant, als der VC20 sprechen konnte. Eigentlich ein Kindertraum, der da in Erfüllung gegangen ist. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt hier? Ach, das ist ein Asteroids mit Lemminge. Oh Mann, wer kommt denn auf so eine komische Idee? Und ist das legal? Okay, also man kann jetzt hier irgendwie Lemminge totschießen. Okay, und man hört auch die Todesschreie der Lemminge. Okay, das ist schon mal eine ziemlich abgefahrene Idee. Aber ich glaube nicht, dass es okay gewesen ist. Aus der Entwicklung hier ist ja übrigens auch Rockstar North oder South. Ich kenne mich jetzt nicht ganz aus. Auf jeden Fall die GTA-Entwickler vorgegangen. Also jetzt nicht von dem Spiel, sondern von Lemminge. Also das ist eigentlich ein recht wichtiges Spiel, weil wer weiß, hätten die damals keinen so Erfolg gehabt, hätten die vielleicht dann andere Jobs irgendwann mal gemacht. Wer weiß, also es kann ja... Warte mal, ich muss ausschalten, weil ich kann mich nicht konzentrieren bei dem, bei dem Krach. Ja, also wer weiß, also hätte es den einen oder anderen Erfolg nicht gegeben bei einer großen Entwicklerschmiede und der Erfolg wäre ausgeblieben, dann hätten die sich vielleicht nicht dann so weiterentwickelt und hätten heute irgendwelche großen Spiele veröffentlicht. Ja. So, Devil Inside schreibt gerade, also ob es auch von Minter sein könnte. Nein, das nicht. Also in Minter hört man an den Geräuschen. Also du kannst mit verbundenen Augen ein Minter-Spiel hören. Das ist überhaupt kein Problem. Weil es gibt immer irgendwelche ikonische Samples, auch in den aktuellen Spielen. Ich muss mir mal fürs nächste Mal mal eins raussuchen, da werde ich es auf der Xbox mal zeigen, mal so ein aktuelleres Spiel. Wie das dann aussehen kann. So, was ist... Au, warte mal, man muss mit der Maus spielen. Ach. Okay. Ah. Oh, ist das schwer. Ja, okay, das ist nervig. Warum muss man denn jedes Mal hier das Ding? Ach, man muss einfach jetzt eine lange Zeit halten. Also das nervt hier. Also ich möchte gerne mal die Person sehen, der dann jedes Mal seinen Namen eingetippt hat. Ich mache jetzt eigentlich gar nichts. Ich halte es mal in der Mitte. Ahala, ja. Nee. Ey, das ist ja schwer. Aber die Steuerung ist interessant. Also man spielt das mit der Maus. Oh. Ja, aber das ist echt verdammt schwer. Okay, man kann das...
Halleluja. Das ist ja echt schwer. Oh nein, das habe ich. Ja, das ist. Also ich finde das Spielprinzip zu schwer. Es ist ein gutes Partyspiel. So für ein Hotseat, für reihum, wer halt am längsten kann. Ja. So. Machen wir mal das nächste Spiel. Ja, ach, okay, Leute, das war jetzt nicht, also, ja. Wer halt am längsten durchhält, der bekommt, jetzt verstricke ich mich hier wieder ein bisschen. Ja, das war ein Trackball-Spiel, also, ihr konntet mit der Maus spielen, ja genau, Palmiga, aber mit dem Trackball wäre es wahrscheinlich noch besser. Und so also ein Highscore-Spiel. Und habt ihr das nicht damals auch so gemacht, dass man irgendwie sich vorm Rechner gesetzt hat und der die höchste Score hatte, hat gewonnen. So, Concentration. Ich muss mal gerade kurz hier nachbessern, weil ich sehe gerade, dass mein Amiga-Screen ist irgendwie nicht ganz sichtbar. Das müsste mir immer dann sagen, weil ich sehe das nicht so richtig. Nee, das ist also irgendwie die Auflösung stimmt nie überein. Hier ist der ein bisschen größer. Ah, das ist echt nervig. Ja gut, ich hoffe, ihr habt jetzt, ihr seht den Display einigermaßen. Oh, ho, 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 meine Ohren, also ey, das ist, wie kann man denn so ein freches Piepen da drin haben? Nee, ich, warte mal. Oh. Also wer jetzt hier Kopfhörer auf hat oder die Anlage aufgezogen, okay, bei meinen, Sendung sollte man nie die Anlagen zu laut aufgedreht haben. Das war in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen immer etwas problematisch. Das hat nie gut funktioniert. So, aber wie geht's denn hier weiter? Ein Player? Ich kann hier unten nichts klicken. Was? Ach, okay, man musste irgendwas eintippen, glaube ich. Oh, das ist jetzt Memory oder sowas. Nee, das ist, nee, komm, keine Lust. Also, fort mit dir. Ach je. So, also, manche hatten wirklich komische Soundsamples verwendet damals. Ich habe sowieso das Gefühl, auf dem Amiga fing es ja dann auch so allmählich an, wo sich jeder ein bisschen spezialisiert hatte, der eine mit dem Programmieren und dann mit der Grafik und mit Sound. Gut, das gab es auf dem C64 auch noch, aber da war es dann eher noch möglich, dass so ein Ein-Mann-Team dann eine eigene Produktion, also zumindest in den 80ern, gestemmt hat. Und da wurde dann halt auch nicht ganz so viel Wert auf Grafik gelegt und da hat man dann, da hat der Programmierer dann teilweise noch selbst gepixelt und den Sound gemacht. So kam es dann halt zu solchen Sachen wie von Jeff Minter, der hat ja auch alles damals selber gemacht. Und später ging es dann halt auch immer mehr so, ich weiß nicht, so eigentlich schon mit den 80er so eine Spezialisierung über. Ja. So Squembel. So, Auflösung? Ja, Moment, sorry. Also irgendwie, ich lasse das Ding mal größer, glaube ich. Ah, nee, Moment. Jetzt habe ich die Taste ver... Ich lasse es mal so ein bisschen, weil, ah, nee, der ist ja ganz groß. Oh, warte mal. So, machen wir weiter. Oh je, was ist das denn? Get ready. Ja, okay, das sieht nicht wirklich schön aus, aber das ist ja auch so ein bisschen eine Umsetzung von einem Klassiker. Es ist aber gut steuerbar, es spielt sich gut. Aber da merkt man halt, dem hätte auch ein richtiger Grafik auch gut getan. Weil technisch ist es echt ganz ordentlich.
Genau, ein Scramble-Klon. David, es lässt sich gut spielen. Ja? Hallo Jake the Dog. Ja, jetzt haben wir dich gesehen. Bis jetzt gesehen im Chat. Ich finde, es sieht hässlich aus. Da gebe ich euch recht. Aber es ist echt gut spielbar und okay, machen wir das nächste. Ja, ist jetzt kein Highlight, also, ja. Aber manche Spiele wären halt deutlich besser geworden mit dem richtigen Grafiker. Ach, jetzt wieder die Auflösung da unten, das ist. So, aber so habe ich jetzt das meiste auf dem Bildschirm, oder? So. Ach, wir sind durch, glaube ich, hier, oder? Ne, das ist schon die nächste, genau. Den habe ich hier schon reingeschoben. So, Ashido. Was ist Ashido? Aber. Ach, irgendwie ein Logikspiel. Ja, gut, muss ich jetzt auch nicht, muss man hier irgendwie die Dinger nebeneinander setzen. Kann nett sein, spaßig, aber, ja, ist, möchte ich jetzt hier auch nicht, spielen, weil das langweilt, glaube ich, auch beim Zuschauen. Das Ishido, das kennst du, das, kennst du das, Jake the Dog? Also wie gesagt, diese Knobelspiele, also spielbar war es gut, man muss es halt nur verstehen, worum es geht. Und ich finde es jetzt halt zum Zeigen nicht ganz so toll. Wobei das auch Konzepte sind, die man durchaus heute noch auf dem Tablet oder auf dem Handy portieren könnte und durchaus noch damit Geld verdienen kann. Ja, also diese Knobelspiele sind durchaus zeitlos. So, Bücherwurm. Ja, wenn ich diesen Namen schon höre, dann wird mir schlecht. Also, nee, ich lese gerne Bücher, aber ich glaube, das ist halt so der ziemlich abturnendste Name für ein Spiel, den es gibt. Also, zumindest als Kind. Was ist das denn? Ist das ein Programm? Was? Ich weiß schon nicht mal, wie es weitergeht. Und das sieht mir irgendwie fast aus wie mit, bisschen so mit, wie GFA Basic oder irgendwie sowas mit diesem 3D-Effekt. Das erinnert mich ein bisschen so am Atari hier, das Äußere. Aber ich weiß nicht, also das ist schon wieder das Problem, ich weiß erstens nicht, worum es geht, ich weiß nicht, was man machen muss und ich, keine Ahnung, achso, W drücken, man muss W drücken für weiter. Was ist das denn jetzt hier? Ach, Günther Kunert, ja, wir kennen den nicht, also. Also man muss jetzt hier irgendwie Autoren scheinbar raten. Ja, das hätte ich als Kind damals extrem gerne gespielt, sowas. Also nach der ganzen Literatur aus dem Deutschunterricht. Ich erinnere mich noch an einen Roman hier von Georg Trakl. Und der hat sich ja irgendwie selbst umgebracht. Und da musste man eine Inhaltsangabe schreiben. Und ich hatte damals im Deutschlehrer gesagt, ja, der Mann war verrückt oder sowas. Dann hat er das dann irgendwie verteidigt. Nein, der war nicht verrückt. Dann habe ich dann erfahren, der hat sich dann umgebracht, weil er irgendwie durchgedreht ist oder sowas. Also, naja, gut. Wer es jetzt mag. Jake the Dog schreibt gerade hier, bei Minimic Core kannst du eigentlich die Auflösung größer lassen, da Amiga eh ständig zwischen Auflösungen wechselt. Ja, ich weiß, aber die Spiele oder der Arbeit, also die arbeiten halt teilweise mit Overscannen und ja, andere Auflösung. Und ich müsste halt hier ich capture das Ganze mit einer Elgato-Karte. Und
Ja, je nachdem auch, was für ein Core ich verwende, dann gibt es halt immer andere Bildschirmausschnitte. Und ja, man könnte da am Mist dann noch was optimieren. Das geht aber eigentlich auch dann ganz okay. Moment, ich kann mal gucken. Mit dem Blank Plus, ja, das habe ich schon drin, Blank. So. Ja. Ne, ich habe so eine Elgato Capturing Box HD 60 S Plus oder sowas in der Art. Die wird mit USB angeschlossen. Ich habe ja alles an meinem Rechner mit USB dran. Ich habe ja einen Mac und ein MacBook. Das hat 3 USB-C Ports und da habe ich irgendwie einen USB Hub, also ein normaler USB Hub, den habe ich auf USB-C mit einem Adapter angeschlossen. Dann noch so einen Verteiler hier von Anker, auch nochmal auf USB-C und USB. Also ich habe doch so viele Geräte angeschlossen. Das ist halt, ja, aber warte mal, ich habe jetzt wieder den Faden verloren. Ich wollte eigentlich auch was spielen und nicht nur labern. Nee, Elgato ist keine Tochterfirma von Apple. Genau. Also Corsair kann sein, weiß ich jetzt nicht. Ja, also der Jake sagt, Corsair kann sein. Weiß ich nicht. Die haben auch manche externe Boxen, die laufen auch nicht gut. Ach, jetzt habe ich schon wieder ein Auflösungsproblem. Ich glaube, ich müsste das Blank ausschalten. Dann würde das... Ich mache das mal, glaube ich. Nee, es geht ja gar nicht aus. Aspect Ratio Original... Genau, wenn ich das auf Fullscreen, glaube ich, stretche, dann ist es halt immer fix. Aber dann sieht das irgendwie nicht ordentlich aus. Ja, gut, das ist halt... ich muss mal gerade Blank Plus. Ja, da wird aber auch das Verhältnis ein bisschen zerstückelt. Aber nee, Blank Plus, glaube ich, dann wird das... Ich probiere das mal. So... ach, jetzt habe ich den. Jetzt muss ich hier wieder kurz anpassen. Sorry. Oh, das ist jetzt echt groß. Dann mache ich das jetzt wieder ein bisschen kleiner. Und dann geht das. Ja, jetzt sieht es eigentlich einigermaßen gut aus. So, was muss man denn hier machen bei dem Spiel? Keine Ahnung. Nein, wir lesen keine Texte. Und alleine spielen. So, Ingo. Alles okay. Nein. Nein. Was ist das für eine Frage? Warum steht denn da alles okay? Achso, weil man das, ja. GFA, ist das hier mit GFA Basic geschrieben? Also das kam ja auch irgendwann mal für den Amiga raus, das GFA Basic, aber das hatte ich nie in der Hand gehabt. Was klicke? Was, hier muss man klicken? Was genau macht der denn hier? Ist das irgendwie eine Art Golf? Ach, nee, man kann jetzt hier auch irgendwie, also man hätte vielleicht doch mal die Anleitung lesen sollen. Ja, Minigolf. Eher Maxi-Golf auf der Straße irgendwie. Achso, warte mal, jetzt kann man... Was, bitte warten, ich lade? So, ja, keine Ahnung. Also, das ist jetzt irgendwie Adventure-Mini-Golf. Ich schieße immer in die falsche Richtung. Das ist aber irgendwie auch... Och nee, jetzt habe ich mich verklickt. Ja, du musst nach rechts an der Küste entlang. Wo ist denn die Küste?
Warte mal, aber wenn ich jetzt den Ball... Moment, irgendwie... oder ich mache immer in die verkehrte Richtung. Also ich blick mit der Steuerung nicht durch. Die Küste am Bächlein, ja. Aber irgendwie muss man in, also schießt der Ball in die Richtung, dann wo diese Linie hingeht, oder ist das jetzt irgendwie die Stärke, also schießt man von hier, oder das peile ich nicht so richtig. Moment, guck mal, wenn ich jetzt von hier aus schieße, dann geht der Ball nicht nach rechts, dann geht er nach links. Ja, so, und wenn ich jetzt geht erstmal nach links und rechts und so, und schau mal, jetzt geht der auch nicht nach rechts. Der geht immer nach links. Also irgendwie. Nee, doofes Spiel. Oh, jetzt scrollt er. Was passiert denn da? Ja, Arne, das hättest du mir auch direkt sagen können, wie die Steuerung geht, habe ich auch nicht verstanden. Ja, also ganz komische Steuerung. Machen wir mal das nächste. Also, das ist. Kann man spielen, muss es aber nicht. Also, naja. Starker Windwechsel. Windwechsel oder Wildwechsel? Nee, Windwechsel. Ich weiß es nicht. Kann sein. Du bist weiter, als ich jemals war. Ja, aber trotzdem, also irgendwie fühlt man sich so wie ein Vollhorst, wenn man sowas hier zeigen will. Und man rafft teilweise gar nicht, wie die Steuerung geht. Auch vorhin bei diesem Literaturquiz. Das war ja erstmal echt heftig, dann rauszufinden, wie man überhaupt das Literaturquiz startet. Ja, und irgendwo stand W, also man muss W für weiter drücken. Also so eine User-Ergonomie, das ist ja echt katastrophal. Nee, Mensch, ärgere dich nicht. Nee, das zocke ich erst recht nicht. Also das ist, no way, sorry, raus. Das hasse ich. Das habe ich in meiner Kindheit so gehasst, dieses Spiel. Das war so schlimm. Ja, weil, Mensch, ärgere dich nicht, da habe ich mich immer geärgert. Weil ich immer verloren, weil ich kann nicht würfeln. Und wenn ich würfel, ist das, ja, meistens immer schlecht. Und so. Dann noch Nova. Das hatten wir doch schon mal, glaube ich, so ein ähnliches Spiel hier. Cover the dots with the blue eyes. Use the cursor keys to push the eyes with the eyes pusher. Ah. Ach, man muss diese. Oh, das ist echt. Ja. Oh, das ist richtig. Vor allem, wie kommt man denn darüber teilweise? Das ist wieder so ein Spielprinzip, das raff ich einfach nicht, weil. So, jetzt habe ich ein Dot mal drin. So. Und das ist doch unmöglich, hier die anderen Dots alle da reinzukriegen. Man muss ja dann wirklich dann das absolut perfekt machen. Ich kann das jetzt zum Beispiel hier hochrücken und dann muss ich wieder rumgehen und kann den Dot dann reinhauen. So. Aber da muss ja dann wirklich jeder Dot sitzen und wenn man einen Dot falsch verdottet, dann war es das irgendwie. Hier, den kriege ich jetzt noch hoch. Und man kann die Dots ja auch nicht ziehen. Oder doch? Ja, da fängt sie jetzt schon an. Da wird es jetzt schon schwierig. Okay, den kriege ich auch noch da hoch. So, aber jetzt? Moment. Sekunde. Den blauen kriege ich noch. Na, Moment. Ach nee, jetzt habe ich den schon verbockt. Verdottet. Nee, ich müsste den jetzt irgendwie... Ach, das ist aber echt so kompliziert. Man muss ja dann teilweise, also den hier nach rechts schieben irgendwie und, ja gut, das ist, man kann sich da so schnell alles verbauen. Wahrscheinlich ist sie jetzt schon kaputt. Guck, den kann ich nur noch nach rechts schieben jetzt, oder? Das. Vor allem, man kann die auch nicht, kann man die ziehen? Nee, kann man auch nicht ziehen. Nee, also es ist halt, ja, ist ein guter Versuch, aber nein, nächster. Also, ja, das ist echt heftig, das Spiel.
Ja, wenn man ziehen kann, Christian, dann wäre es vielleicht noch was einfacher. Weil so, ja, keine Ahnung. Nee, Pipeline. Ich hasse alles mit Pipelines, das wisst ihr. Warum kommen auch nur so Spielkonzepte, die ich nicht mag? So, aber mal schönes Intro, aber das waren eigentlich dann eher, ich glaube, die haben dann mehr Zeit in das Intro reingesteckt, als in das eigentliche Spiel. Und mehr Zeit in die Musik. Aber jetzt mal ernsthaft, die Pipeline-Spiele waren doch alle damals furchtbar nervig. Also, ich kenne kein Pipeline-Spiel, was mir je gefallen hatte. Die waren alle wirklich Igitt. Naja. Und was ist jetzt passiert? Ist er abgestürzt? Oh. Ach, und hier ist der Source Code vom Spiel. Okay, das finde ich ja spannend. Wobei leider das Spiel nicht ging. Und dann kann man jetzt hier den Source Code auch sehen. Ja, hier der ganze Assembler-Quelltext. Und das finde ich jetzt wiederum echt super, super wertvoll in der damaligen Zeit, ja. Dass man sich das da mal anschauen konnte und dann selber lernen kann. Und auch modifizieren konnte. Und ja, also das finde ich zum Beispiel richtig toll. Und warte mal, ich will es nochmal gerade kurz anspielen. Vielleicht habe ich falsch geklickt. Weil so als Programmier-Lernprojekt ist das super, super interessant. Ja, und da zeigt ja auch so Public Domain seine Stärke. Weil in der damaligen Zeit gab es ja auch keine Programmierkurse in dem Sinne. Und man musste sich ja dann Source Code aus allen möglichen Quellen beschaffen. Und sowas war Gold wert. Also ich hatte damals ein paar Assembler-Bücher gekauft. Da stand halt ein bisschen Source Code drin, aber halt jetzt kein konkretes Beispiel von irgendwie im Game. Das, warte mal, das war doch Assembler. Guck ich mir das nochmal an. Das ist Assembler. Nee, oder Moment, oder ist doch kein Assembler. Warte mal. Aber hier Lea oder BSR, das waren Assembler-Befehle. Das ist Assembler. Was soll es denn sonst sein? Warte mal, warum wurde denn von David jetzt eine Nachricht gelöscht? Warte mal. Obwohl, warte mal, Move L. Gab es denn Move? Das ist ja schon so lange her. Habe ich denn. Nee, die Assembler-Bücher habe ich schon seit 20 Jahren weggeräumt. Ich weiß gar nicht, hatten die Wörter nicht auch drei Buchstaben damals beim Amiga? Aber es kann auch vielleicht sein, je nachdem, was für ein Assembler das war, dass das dann halt einfach anders umgesetzt war. Weil es waren ja dann irgendwie Befehle und dann irgendwelche Register, die man dann hin und her bewegt hat. Und im Prinzip ist das ja, das ist, nee, das ist kein Devpack, war das nicht? Das Devpack ist es nicht. Aber je nachdem, was für ein Assembler du hast, ja, da kannst du ja dann auch irgendwie, da können die Befehle ja auch ein bisschen anders sein. Das ist ja dann, dann eigentlich egal, ob der Befehl jetzt Move, also mit E hinten heißt oder einfach nur MOV. Das ist ja egal, aber
also Lea, BSR, das waren doch, waren das nicht irgendwie auch zum Sprung? Also BSR war doch eine Sprungmarke, oder nicht? Ach, das ist schon so lange her und, ja, okay, aber Leute, ich glaube, wir langweilen jetzt hier alle zu Tode. Jetzt gibt's ja die Diskussion, das ist halt, was für ein Assembler-Dialekt das ist. Warte mal, gehen wir noch mal gerade ganz oben in die erste, warte mal. Das ist ja ein Schock, wenn ich auf Code2N gehe. Ich wollte jetzt zum Start gehen. You need request to library. Warte mal, ich gehe noch mal ganz zur ganz oben. Da müsste doch vielleicht stehen, was für ein Assembler das war. Ja, eine Sekunde. Ihr habt mich jetzt irgendwie auch getriggert, aber ich krieg das jetzt nicht mehr. Also ich müsste jetzt nochmal Assembler-Code, Devpack-Assembler-Code sehen, aber ich glaube, Devpack-Assembler, die Namen, die hatten auch nur drei Buchstaben, oder bin ich da jetzt auch komplett falsch? So, hier steht's doch, warte mal. Nee, da steht auch nichts dabei. Gut. Ja, machen wir weiter. Also, so viel Zeit für ein Pipeline-Spiel vergeudet. So, ich muss heute übrigens auch, das ist jetzt auch das letzte Spiel, weil ich muss heute zeitlich Schluss machen, weil ich muss meine Tochter abholen. Und deswegen kann ich heute nicht ganz so überziehen. Oh, was ist das denn? Ist das eine... so ein Boulder-Dash-Klon? Ja, klar. Das ist ja komisch. Also ich bin unten links, warte mal. Wenn ihr jetzt ganz unten links schaut, da ist so ein komisches Männchen, was jetzt im Kreis geht. Und das bin ich. Und das ist im Prinzip ein Boulder Dash in riesengroß ohne Sound. Und das ist, glaube ich, die Lemming-Version von Boulder Dash. Also, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Kann man aber spielen, also das scrollt auch nix und spielbar ist es auch ganz okay. Es sieht natürlich jetzt hässlich wie die Nacht aus und hier auch wieder, ich verstehe es einfach nicht, ja? Warum kann man denn nicht mal mit einem leichten Level anfangen? Warum denn schon so ein schweres Level direkt zum Anfang? Das raff ich einfach nicht, also das, naja. Aber ansonsten ist es gut spielbar, hat keinen Ton. Scheint mir aber halt auch mal so eher mal so ein kleines Demo zu sein. Also ein Programmierer, der einfach mal was ausprobieren wollte. So ein Prototyp. Ja. Gut, ich hätte das wahrscheinlich nicht jetzt 1,0 genannt. So, das ist ja halt auch was, dieses Screen-Konzept von Amiga fand ich auch geil. Dass du dann, je nachdem, wenn die das unterstützt haben, die Spiele, konntest du auf den Screen wechseln und das ist halt Multitasking gewesen. Ja, also das ist halt, also im Hintergrund läuft das Spiel noch weiter, hier das Männchen läuft und, ja, Moment, ich kann jetzt das Fenster auch kleiner ziehen, dann könnte ich jetzt theoretisch auch dann noch ein anderes Spiel öffnen, ich kann mir jetzt die Readme-Datei anschauen. Ja, das ist halt, toll. So, und jetzt habe ich dann hier den, das Readme und Moment. So, und im Hintergrund läuft das Spiel noch weiter auf dem anderen Screen. So, seht ihr. Und ja, das geht auch absolut flüssig. Der hat da überhaupt keine Probleme. Und hier ist, glaube ich, auch wieder der Quelltext, hier Rocky S. Das war jetzt, glaube ich, heute die Programmierausgabe, wo die Leute dann ihre Programme mal vorgestellt haben. So, was ist das denn jetzt für eine Programmiersprache? Was ist... das ist dann irgendwie so eine... Moment, das sind jetzt irgendwie Variablen-Deklarationen, die da festgelegt werden. Ich mach mal weiter. So, das ist auch Assembler. Sieht's aus für mich. Hier, Compare. Also irgendwie ein ganz merkwürdiger Assembler-Klon. War das Devpack? Ich hatte ja selber Devpack-Assembler, aber
Also gefühlt sah das anders aus. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Es ist schon so lange her. Ich meine, verzeiht mir, das ist jetzt schon fast 30 Jahre her, dass ich das... ja, also Assembler ist es auch, aber was für halt was für eine Variante? Weil hatte der Amiga damals Wörter mit mehr als drei Buchstaben? Kann sein, ja. Move Long. Move Word. Irgendwie sowas, ja. Okay, ist jetzt auch egal. Genau, das Amiga Assembler sah auf jeden Fall etwas anders aus als das C64 Assembler. Ja, also ich kenne eigentlich nur DevPack. Und das ist auch schon zu lange her. Ich möchte mir jetzt auch gar nicht mehr anmaßen, dass ich das, das ist sowas für lange her. Und wenn man das jetzt auch nicht dann regelmäßig auffrischt, dann vergisst man ja auch alles. Ja, dann erstmal vielen, vielen, vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen heute. Ich muss jetzt schon, wie gesagt, Schluss machen, weil ich muss meine Tochter abholen. Und das war jetzt die 138. Dann haben wir ja heute auch schon mal wieder einiges geschafft. Und ja, dann erstmal nochmal danke an euch alle, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, dass nächstes Mal stattfindet, weil nächsten Samstag könnte es sein, dass es ausfällt. Das weiß ich noch nicht, weil ich etwas viel zu tun habe. Aber auf jeden Fall danach geht es dann wieder regelmäßig weiter. Aber ich nehme erstmal vor, nächsten Samstag auch dann auszustrahlen. Also bis dahin, schaltet ein, macht's gut und achso, bitte dranbleiben. Gleich kommt jetzt noch der Michael mit seinem Schrott zum Sonntag. Hallo, auch Turbo-Torte und dann auch direkt wieder Tschüss. Tschüss.